Leere Stadien, wohin man schaut. Ob in München, Bremen, Gladbach oder Frankfurt. König Fußball in der Zwangspause. Das neuartige Coronavirus hat Bundesliga und Nationalmannschaft fest im Griff. DFB-Präsident Fritz Keller und DFL-Geschäftsführer Christian Seifert fordern nun vor allem eines. Wir müssen jetzt alle solidarisch sein, damit wir möglichst lange unser Gesundheitssystem entlassen. Allen Beteiligten heute war wichtig zu betonen, dass wir in nächster Zeit nicht nur eine finanzielle Solidarität an den Tag legen müssen, sondern vor allem auch eine moralische und emotionale Solidarität. Auch Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich betroffen, findet dramatische, wenngleich treffende Worte. Die letzten Tage haben mich schon auch sehr, sehr beschäftigt und sehr nachdenklich gestimmt. Ich glaube, ja, die Welt hat irgendwie ein kollektives Burnout erlebt. Jetzt haben wir was erlebt, was irgendwie jeden einzelnen Menschen betrifft und die ganze Menschheit. Und jetzt stellen wir in dieser Zeit, denke ich, auch fest, dass wir eben auch auf wichtige Dinge schauen müssen. Auf die wichtigen Dinge schauen, fordert Löw. Das sind für ihn Familie, Freunde, Mitmenschen, aber auch der respektvolle Umgang untereinander. Und Oliver Bierhoff, seines Zeichens Direktor Nationalmannschaft und Akademie, setzt im Namen der gesamten Mannschaft ein starkes Zeichen. Wir haben dann eben auch beschlossen, dass wir eine Soforthilfe von 2,5 Millionen freigeben wollen, um einfach dort auch ein Zeichen zu setzen und deutlich zu machen, dass wir solidarisch sind, dass wir helfen wollen, auch Menschen unterstützen wollen. Und wenngleich der Fußball momentan ruht und seine Rolle als Volkssport nicht ausfüllen kann, so geht er doch solidarisch voran in diesen schweren Zeiten für die gesamte Gesellschaft.